kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger? Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Verdammt, nein! Keine Widerrede jetzt! Ich will nicht! Aber hier kann ich nicht bleiben! Dann tue ich, was ich tun muss! Dich schützen! Seine Tarntechnik! Ich muss sie kurz schließen! Hier geht es nicht um mich, sondern um dich! Du hast Angst! Gib bloß nicht dir die Schuld! Wann verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Du begreifst das nicht! Ich bin der Einzige, der dich retten will! Und ich will alle anderen retten! Puh! Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen.
Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Für immer. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn es in Harlem eng wird. Mach ich. Wow. Da kann man neidisch werden auf sein Kellerlabor. Den hat Mom ihm auf dem Flohmarkt gekauft. Sie machten immer Witze über... Ich weiß es nicht mehr. Onkel Aaron hat überall Informanten. Er muss sein Netzwerk jahrelang aufgebaut haben. Immer am Aufrüsten. Das Talent zum Anzugflicken habe ich von Onkel Aaron geerbt. Er spielte immer besser Gitarre als ich. Früher ist er oft zum Abendessen bei uns vorbeigekommen. Hat wohl nie kochen gelernt. Nutze die Geräusche. Frequenzsperre? Jeden Tag was Neues. Hey, Kleiner. Hoffentlich passt der Anzug. Du hast gefragt, warum dein Dad und ich keinen Kontakt mehr hatten. Er suchte den Prowler. Er stieß auf meine Klienten. Typen wie Simon Krieger, Wilson Fisk. Dein Dad durfte sich mit solchen Leuten nicht anlegen. Zu gefährlich für dich und Rio. Also sagte ich's ihm. Ich wollte, dass er sich zurückzieht. Und das tat er. Endgültig. Er wollte mich nicht in seiner Nähe, damit du nicht wirst wie ich. Hoffentlich hilft dir der Anzug dabei, es besser zu machen. Pass auf dich auf, Spider-Man. Danke, Onkel Aaron. Für alles. Gut. Sie sind sicher noch nicht am Ende, aber... Das Museum schließt wegen Renovierung und der Underground zieht ein. Finn muss drin sein. Ich hoffe, ich kann die Explosion mit anlegen. Es wird alles verändern. Fisk hatte jahrelang das Sagen, aber nach der Plaza übernehmen alle.
ich bin okay. Du warst bei der Oper dabei. Das Nu-Form. Ich sagte, mir geht's gut. Sei still. Verschwinde oder reiß dich zusammen. Wir haben keine Zeit für sowas. Das nicht gesehen hat. Versaut mir den Anzug. Gut, dann mal sehen, wie gut sie gesichert sind. Das ist dieselbe Absperrung wie beim Gymfield. Ich muss die Generatoren abzapfen. In den Hütten, die verschlossen sind. Und ohne Strom. Ich brauche eine neue Stromquelle. Wie ein drehbares Riesenmobile. Wie ich das hasse. Das wird gehen. Zu weit für die Netze. Das passt so nicht. Sehr gut. So wird's gehen.
das funktioniert. Noch ein paar. Unglaublich, wie gut das funktioniert. Finn? Bist du hier? Underground-Kiste. Sie muss weiter drinnen sein. Finn? Komm schon, wir müssen das beenden. Du und ich. Sie muss bei unserem Projekt sein. Den Flur runter. Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ich komme. Hey, und wo sind wir? Ich habe den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt ist in der Sonderausstellung. Oberster Stock. Unsere Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute das Oscorp Science Center. Morgen alle großen Museen auf der Welt. Ein Leben unter Wasser klingt wie Science. Passe. Was? Hast du Angst? Haie und dunkle, winzige, enge Orte? Ein eindeutiges Nein von mir. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Wir haben noch Zeit, uns umzuschauen. Würdest du ins Weltall ziehen? Also. Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Oh, unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, wir brauchen keine. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Trotzdem danke. Also müssen wir anders rein. Sie sagte, es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flur dahinter führt um den Aufzug herum. Wir können doch nicht einbrechen. Wir müssen. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Verschlossen. Ich kenne solche Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir an den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch, wir müssen nur etwas Reflektierendes unter der Tür durchschieben. Etwas Reflektierendes. Und es wäre gut, wenn es variabel wäre. Variabel? Meinst du damit formbar? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Klappe. Oh. Nun? Solarspiegel mit Kleber auf der Rückseite.
Perfekt für ein lichtempfindliches Schloss. Jetzt brauchen wir etwas, das unter der Tür durchpasst. Etwas, das lang und flach ist. Etwas, das beides sein kann. Wo wir reingekommen sind, gab es was zu Legierungen. Vielleicht finden wir da was. Formgedächtnislegierung. Ich kann die Form über die Museums-App ändern. Völlig verrückt. Ist das ein Med? Ja, nimm es. Lass dich nicht erwischen. Ich hab's. Weg hier. Oh Mann, oh. Tut mir leid. Alles gut. Ich kleb den Sticker auf. Und dann ist die Tür dran. Die externen Tools sind direkt mit dem Computer des Kommandomoduls verknüpft. Wir könnten die Idee übernehmen, mit einem neuralen Interface. Das ist entweder genial oder richtig, richtig dumm. Ich hab Licht. Sag mir, wenn der Sticker auf den Sensor gerichtet ist, dann mach ich's an. Noch hat uns niemand gesehen. Schnell jetzt! So geht das nicht. Versuch's nochmal. Nein, nicht ganz. Es hat geklappt. Geschafft. Das war Wahnsinn. Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. Wovon redest du? Hallo? Du bist ab nächste Woche an der Brooklyn Visions. Ich nicht. Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Wir sehen uns trotzdem. Du wirst beschäftigt sein. Nicht so beschäftigt. Ich werde schon Zeit finden. Ganz ehrlich. Okay. Jetzt wird's schnulzig. Los, gehen wir hoch. Hey, Dad. Hey, Miles. Hi, Mr. Davis. Finn lässt grüßen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Doch, das ist eine große Sache. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Na also, unser Projekt ist da hinten. Ob unser Konverter angeschlossen ist? Wäre es ansonsten nicht sinnlos? Aber sie müssen Biomasse zuführen. Vielleicht aus einem Mülleimer. Bitte passt das nicht an! Wollen wir gehen? Noch nicht. Ich habe noch nicht alles gelesen. Willst du? Unser Projekt. Gib mir 15 Minuten, dann können wir. Ohohohoho! Na, sieh mal einer an. Echte, preisgekrönte Wissenschaftler. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Kostet extra. Wie bist du reingekommen? Hab ein Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Du musst auch mit drauf sein. Du hast uns schließlich geholfen. Okay, okay. Gut, gut, gut. Rück mal. Okay. Sag Allele! Das werde ich nicht sagen. Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Und alle
schon. Das ist mein Lieblingsmuseum. Ich komm bald nach. Wir beschützen alle, solange wir können. Ich muss sie ausschalten, bevor ich nach Harlem gehe. Zurück nach Halle. Jetzt, bevor Finn den Reaktor zerstört. Genki, melde dich. Wie läuft die Evakuierung? Schlecht. Roston und der Underground sind überall. Es ist wie im Krieg. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja, vor ein Dutzend Leute, aber wir sind nicht gefangen. Ich höre dich nicht. Wo bist du? Genki! Falls du mich hörst, ich bin unterwegs. Halte durch, Mann. Bitte! Oh mein Gott! Was für ein heftiger Sturm!